Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit The Witcher Enhanced Edition. Das letzte Mal sind wir von der Schwarzschwalbeninsel zurückgekehrt. Wir haben nochmal mit Berengar gesprochen und dann sehr viele Aufträge abgeschlossen. Ich habe jetzt nochmal, wie am Ende der vorherigen Folge erwähnt, einmal sehr viele Verschlinger besiegt, sodass wir auch die 10 Verschlingerzähne für Abigail haben. Und ich habe auch nochmal die Riesentausendfüßler erledigt für die Chitinpanzer, die wir dann wiederum für die Elfen brauchen. Das heißt, im Prinzip können wir jetzt einmal losziehen und diese weiteren Aufträge ebenfalls abschließen, so dass wir uns dann wieder Richtung Schwarzschwalbeninsel aufmachen können. Zumindest müssen wir da ja noch einmal den Vodianoi-Priester wieder aufsuchen und finden und vielleicht dann da irgendwie ja, den Frieden zwischen Menschen und Vodianoi herstellen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Aber als erstes hier nochmal zurück zu Abigail. Ah, da drüben ist sie. Was wollt ihr? Habt ihr diese Anzeige ausgehängt? Bezüglich der Verschlingerzähne? Ich brauche 10 für einen Liebestrank. Hier sind sie. Danke. Quest abgeschlossen, 300 Orins eingesackt, sehr schön. Und dann einmal weiter zu den Elfen. Die kriegen ja jetzt einmal eine Lieferung Brot und eine Lieferung Chitinpanzer. Ah, Berengar ruht sich da immer noch an der Feuerstelle aus. Und der Wyvern ist zurückgekehrt. Ich habe übrigens was Cooles Neues festgestellt beim Bekämpfen von den Verschlingern. Wir haben ja nämlich Spezialangriffe gelernt. Die kosten dann zwar auch Ausdauer, also da oben wie die Zeichen, aber die führt man mit den Schwertern durch. Und zwar, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Genau, so sah das ungefähr aus. Der Wyvern ist nur ausgewichen. Aber im Prinzip können wir jetzt auch zumindest für den schnellen Silber und ich glaube für den starken Silber Kampfstil einmal die Angriffstaste gedrückt halten, um so einen Angriff aufzuladen. Aber dafür braucht man auch ordentlich Ausdauer. Vielleicht sollten wir dann da auch noch schauen, ob wir irgendwie ein paar Talentpunkte reinstecken in das Ganze. Ich weiß nicht, ob der Vodianoi-Priester wieder irgendwie vertrieben wurde. Da kommen auf jeden Fall sehr viele Ertrunkene. Oh ja, ziehen wir die mal alle zusammen. Boah, wie viele sind das? 8 Stück oder so? Okay, aber nur Level 1 ertrunken, ne? Und der Bläuzucker da hinten. Gucken wir mal, ob wir den schweren Spezialangriff hinkriegen. Genau, das war dieser Aufwärtsschlag. Ich weiß nicht, gefühlt muss man immer noch eine Sekunde länger warten, selbst wenn der Balken unten gefüllt ist. Fühlt sich ein bisschen clunky an, aber bei so einem alten Spiel kann man das auch erwarten. Vor allem, es war ja auch das erste Spiel von CD Projekt Red, also wenn da noch nicht alles so rund läuft, ist das durchaus zu verzeihen. Wenn ich euch ansehe, frage ich mich, warum sie uns Ausgestoßene nennen. Elfen wandern ewiglich.
Ich kehre in die blauen Berge zurück. Ja, mach das. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Kaer Morhen liegt nämlich auch in den blauen Bergen. Wann hat das alles nur ein Ende? Catmill, fahrt gern. Seid gegrüßt. Wer seid ihr? Im Chaos des Krieges ist wenigen an Schönheit und Harmonie gelegen. Ich sorge dafür, dass die Schönheit nicht von der Welt verschwindet. Ich fertige Objekte nach den Wünschen der Kunden an. Ihr seid ein Handwerker? Handwerker produzieren nur Nützliches. Die Schönheit meiner Arbeiten würde selbst einen Toten rühren. Oh, wir können nach Informationen über die legendäre Rüstung fragen. Ich suche nach Informationen über Rabes Rüstung. Die legendäre Hexerrüstung. Sie hat einzigartige magische Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr. Sie wurde in den Werkstätten der Gnome hergestellt, aber von Elfen vollendet. Sangesmeister Tian Sail interessierte sich für Rabes Rüstung, arbeitete 12 Tage ununterbrochen daran und begleitete jeden Hieb seines Meißels mit einem Lied der Macht. Laut der Legende sang die Rüstung im Kampf ein Siegeslied für Rabe, was seine Zuversicht stärkte und ihn beruhigte. Eine schöne Geschichte. Wisst ihr, ob noch Aufzeichnungen über diese Lieder existieren? Ich an eurer Stelle würde in Grüften danach suchen. Findet die Gruft des elfischen Sangesmeisters. Objekte, die ihm zu Lebzeiten gehörten, müssten in seinem Sarkophag oder in der Nähe liegen. Sehr guter Hinweis. Hier sind ziemlich viele von euch. Wir sind aus Visima entkommen. Die Verwundeten und Kranken liegen in der Höhle. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit unserer Anführerin Toruwil sprechen. Haben die Bewohner hier Ärger gemacht? Die Herren des Sees herrscht in diesem Land. Hier sind wir sicher. Aber ich habe von einem Konflikt mit den Wotjanoi gehört. Und die Herrin des Sees ist? Die Göttin dieses Landes. Hört auf des Wassers Rauschen, der Bäume flüstern, seht das Getreide wogen, die lächelnden Leute. Dann spürt ihr es auch. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr sie kennenlernt. Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr die Riesentausendfüßlerrüstung für mich? Hier. Endlich kann ich mit meiner Arbeit fortfahren. Nehmt diesen Beutel als Lohn für eure Mühe. Mhm. Sehr gerne. Müßiggang macht mich gereizt. Und wie viel gab es dafür? 1000 dann geben wir einmal das Brot ab. Ja? Ich habe Brot für euch. Schön, dass ihr unser Vertrauen nicht enttäuscht habt. Hier sind eure 5 Laibe. Ich danke euch. In Augenblicken wie diesen glaube ich wieder daran, dass wir diese sinnlose Spirale des Hasses beenden und einander vorbehaltlos akzeptieren können. Mhm, das wäre sehr schön. Hey, wieder ein Level up. Schon 31? Ja? Ich spreche nochmal schnell mit dem Handwerker. Oh, ich dachte, bei ihm könnte man verkaufen. Lebt wohl. Na gut, dann meditieren wir einmal und geben unsere Punkte auch gleich wieder aus. So, es ist cool, dass wir jetzt schon goldene Talentpunkte haben. Ich glaube auch einmal hier in Gewandtheit. Die Resistenzen holen wir uns ein andermal. Ja, die Ausdauerregeneration, die wird jetzt wichtig. Ich nehme mal noch das Niederschlagen hier mit und dann auch den Spezialangriff hier im Gruppensilber. So sind wir hier auf jeden Fall schon fast am Ende. Das ist cool. Und dann sollten die silbernen Talentpunkte definitiv noch hier in den Stahlbereich reingehen. Alles klar. Und dann noch hier
das letzte in Irden und dann können wir auch, ja, glaube ich, wieder bis zum Morgengrauen meditieren. Warum warten auf hier Parotten? Und in welche Gruft sollen wir denn jetzt für die Rüstung? Da haben wir leider keine Möglichkeit, das zu verfolgen, aber nur noch ganz wenig Quests, das ist cool. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir zu dem Vodianoi-Priester kommen. Ich hoffe mal, dass er jetzt da unterwegs ist. Oh nein, da sind die Anhänger wieder. Da können wir doch sicher jetzt auch einen Spezialangriff auslösen, oder? Oh, der hat sogar Einäscherung bewirkt. Aber ich weiß wirklich nicht, ob sich das lohnt, dieses Aufladen. In der Zwischenzeit kann man ja sicher 3 bis 4 Mal angreifen, was sicher auch genug Schaden verursachen würde. Da ist auch noch ein Dagon-Priester. Ja, die haben echt den Priester immer noch vertrieben. Ich glaube aber, dass wir Najade fragen können, ob wir den Priester irgendwie finden. Ganz zu Beginn war er auf jeden Fall hier, deswegen ich gehe einmal kurz rüber. Sprech mit Najade und vielleicht müssen wir einfach weiter meditieren, so lange bis er auftaucht. Reden wir. Wo kann ich den freundlichen Priester der Vodianoi finden? Er betet häufig am Altar der Herren des Sees. Manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons, aber er kommt stets zurück. Verstehe. Na dann, müssen wir wohl einmal meditieren. Ich weiß nicht, wieder vielleicht so bis zum Abend. Also ich habe das jetzt ein paar Mal probiert, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und irgendwie scheint er nicht spawnen zu wollen, deswegen würde ich mal sagen, vielleicht kommt er auch erst wieder etwas später. Dann lasst uns doch einfach einmal zurück zur Herrin des Sees. Hier müssen wir nämlich auch noch berichten, wie sich Berengar entschieden hat und beziehungsweise was er für ein Schicksal gewählt hat. Irgendwie hieß es ja, dass entweder er oder Geralt von irgendeinem Schicksal betroffen sind. Und vielleicht kommt ja dann der Vodianoi-Priester zurück. Wer weiß, wer weiß. Und da hinten steht sie. Ja? Berengar interessiert sich nicht für das Schicksal. Meine Vision betraf eindeutig euch, Geralt. Wenn ihr das sagt? Wenn die Zeit reif ist,
helfe ich euch mit einem Geschenk. Mhm. Aber wir haben noch mehr Informationen. Ja? Herrin, ihr habt mir eine Aufgabe gegeben. Ich habe Geschenke von Menschen und wurde ja neu erwartet. Ja? Herrin, sind dies die Gegenstände, die ihr wolltet? Versucht es nochmal, Hexe. Na gut. Zurück zu Julian und dem Priester. Ah, das Geschenk von Julian wollte sie dann nicht? Oder brauchen wir dann wirklich beide, damit sie zufrieden ist? Dann kehren wir wieder zurück und hoffen, dass vielleicht jetzt der Priester auftaucht. Sieht immer noch nicht so aus. Nein, leider kein Vodianoi-Priester da. Dann gehen wir doch einmal und suchen nach Alvin. Der sollte sich ja auch irgendwo im Dorf befinden und vielleicht kommt ja dann der Vodianoi-Priester. Wenn Alvins Macht irgendwie sich erkenntlich zeigt. Seid gegrüßt. Ich bin Geralt, der Hexer. Meister Rittersporn sang einst eine Ballade über einen Hexer. Da wird mir ganz warm ums Herz. Sind Hexer wie Ritter, die das Böse und das Verbrechen bekämpfen? Rittersporn hat meinen Beruf gewiss realistisch beschrieben. Die Ballade war so romantisch. Vom Schicksal aneinander gekettete Liebende, die nicht zueinander fanden. Wahrhaft romantisch. Ich werde bald heiraten. Was führt euch her? Kümmert ihr euch um Alvin? Ja, er hat so wunderschöne, große Augen. Leider möchte mein zukünftiger Gatte Alvin nicht adoptieren. Kann ich mit Alvin sprechen? Ja, normalerweise spielt er im Dorf oder hilft mir hier im Haushalt. Lebt wohl. Wartet, ich habe eine Bitte. Wenn ihr am Gasthaus vorbeikommt, würdet ihr nach meinem Verlobten sehen? Und vielleicht schauen, ob meine Schwester Selina irgendwo zu sehen ist. Euer Verlobter treibt sich im Gasthaus herum? Wir reden nicht miteinander. Er ist böse auf mich. Wir haben wegen Alvin gestritten. Ihr streitet schon. Julian möchte, dass wir eigene Kinder haben. Er will Alvin zum Tempel der Melitele schicken oder zum Hexer ausbilden lassen. Ihr findet ihn in der Taverne. Verstehe. Ja, Alvin als Hexer wäre ganz cool. Oh, wir haben hier diese, gerade eben die Zuckerpuppe gefunden. Wollte die nicht eine Bäuerin haben? Hallo Geralt, ich habe ein neues Zuhause. Es ist schöner als Visima, aber ich vermisse euch. Es gefällt dir hier. Ja, töten wir zusammen Ungeheuer? Alvin, es ist außerordentlich gefährlich, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Versprich mir, dass du das, wenn irgend möglich, vermeidest. Ich versprech's. Es gibt Elfen hier in der Gegend. Eine ist echt hübsch, aber sie hat mit Herrn Tobias gestritten. Können wir Töte den Elf spielen? Herrje, ich muss echt ein Wörtchen mit dir und Alina reden. Das hat nichts mit Alina zu tun. Alle Kinder spielen das.
Ich bin immer der Großmeister. Wir reden später weiter. Oh je. Sei bloß vorsichtig, Alvin, mit wem du dich hier abgibst. Ein altes Regal. Ah, Edlins Prophezeiung. Na, dann sprechen wir doch mal mit Julian. Doch zuvor ein kurzer Abstecher zum Schmied. Seid gegrüßt. Ich bin Adam. Geralt. Ich versuche, ein Liebesgedicht für meine Herzensdame Aelina zu schreiben. Frag den Dichter Rittersporn. Er soll angeblich sehr gut sein. Er verkündete, dass die Liebe meine Inspiration sein werde. Er selbst beschäftigt sich mit einem Ablenkungsmanöver. Einem Manöver? Er wirbt um die Müllers Tochter, um so Fräulein Aelina eifersüchtig zu machen. Ziemlich gerissen. Wie ein Fuchs. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Seid ihr in Aelina verliebt? Ihr wisst doch, sie wird heiraten. Ich liebe sie heimlich. Ihr müsst daher diskret sein. Und die Ehe ist niemals ein Hindernis für wahre Liebe. Auf bald. Oje, oje. Ja? Das hat aber das kleine Mädchen am Anfang, als wir hier in das Kapitel gestartet sind, auch schon gesagt, dass hier irgendwie so eine ganze Dreiecksbeziehung ist und sich alle nacheinander verzehren. Oh, sehr schön. Ha, interessant, die kleine Axt war mehr wert als die große. Verkaufen wir mal hier noch schnell den Rest und dann ist unser Inventar hoffentlich gleich wieder ein bisschen leerer. Seid anders. Wie interessant. So, wollte sie nicht die Puppe haben? Ich hoffe, die Elfen verlassen diesen Ort so schnell wie möglich. Ihr seid ein Hexer, stimmt's? Ja. Vielleicht könnt ihr helfen. Meine Cousine aus Fusima wurde von einem giftigen Ungeheuer angegriffen und liegt im Sterben. Die Ärzte sind ratlos. Kennt ihr ein Gegengift? Was für eine Bestie war es? Ein gar kein. Sah aus wie ein Mann. Aber mit Fledermausflügeln. Könnt ihr mir mehr erzählen? Die Bestie hatte einen deformierten Kopf und riesige Kiefer. Ein schrecklicher Anblick. Hört sich nach einem Garkain an. Doch Garkains sind nicht giftig. Aber meine Cousine leidet an einer Vergiftung. Vermutlich Leichengift. Ja, ich entsinne mich. Garkains ernähren sich oft von Aas. Oh nein. Der Garkain hat die Seuche vielleicht übertragen, indem er einen infizierten Leichnam verschlang. Die Ärzte sollten das in Erwägung ziehen. Ich teile es Ihnen mit. Ich wusste, dass ihr mich nicht enttäuschen würdet. Danke. Lebt wohl. Gut, dass wir mit ihr gesprochen haben. Nein, das ist unverzeihlich. Grüße, Hexer. Dann war das wohl nicht die Person, die ich gemeint habe. Ich liebe Hochzeiten. Okay, dann ist die Frau wohl nicht mehr hier. Dann gibt's auch keine Zuckerpuppe. Und wir gehen einmal rüber in das große Gasthaus. Sollte ich nicht stehen? Thank you.
Oh, da steht er sogar. Lasst uns später reden. Guten Morgen, Hexer. Seid gegrüßt. Ihr seht traurig aus. Meine Schwester heiratet einen Mann, den sie nicht einmal mag. Ich habe für die Hochzeit nichts anzuziehen, da unser Vater alles für die Mitgift seiner geliebten Tochter ausgibt. Außerdem ist es höllisch heiß. Aber sonst ist alles bestens. Hört sich ja nicht so gut an. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ich habe den Ring. Zeigt her! Er muss schöner sein als Alinas Verlobungsring. Wir haben einen Ring? Das stimmt doch gar nicht, Geralt. Du sollst nicht lügen. Auf diese Weise erreichen wir gar nichts. Aber dann einmal schnell zu Julian. Geralt, seid ihr das? Wie geht es euch? Ich habe Alwin gefunden. Alwin? Moment, Triss wollte, dass ich etwas tue. Sie hat es mir eine Stunde lang eingebläut. Ah, genau. Ich habe ein Demeritum-Amulett für ihn. Rittersporn, man kann sich wirklich nicht auf euch verlassen. Ist das so? Nun, da fällt mir wieder ein, ich hatte ein Päckchen für euch. Ein Päckchen? Ich weiß es nicht. Irgendetwas, aber vielleicht habe ich es ja verloren. Hört auf zu schmollen, Rittersporn. Was habt ihr für mich? Gut, ich habe einen Brief von eurer Liebsten. Shani, her damit. Aha. Ein Brief von Shani. Ein nach Kräuter duftender Brief in Shanis krakeliger, fahriger Handschrift. Geralt, ich habe mit Rittersporn geredet und von ihm euren Aufenthaltsort erfahren. Ich hielt es für eine gute Idee, ihn zu euch zu schicken, so ist er außer Hörreichweite der hiesigen Klatschbasen. Ich wollte auch, dass er diesen Brief zustellt und sich vielleicht ein wenig um euch kümmert. Ich bin wirklich sehr um euch besorgt und finde, jemand sollte euch zur Seite stehen. Rittersporn war stets ein Freund. Setzt euch bitte, ehe ihr weiterlest, denn etwas Schreckliches ist geschehen. Alwin ist verschwunden. Ich bin überzeugt, dass seine magischen Talente dafür verantwortlich sind. Er könnte sich in der Nähe eines Flusses oder Sees befinden, denn als er bei mir lebte, ging er immer gerne raus zum Deich. Bitte findet ihn, wo immer er ist. Ich weiß, ihr mögt den Jungen so sehr wie ich. In Wahrheit sind wir drei fast so etwas wie eine Familie und ich weiß, wenn eure Mission beendet ist, werdet ihr auch besser verstehen, was ihr fühlt. Ihr wärt Alwin ein guter Vater. Sagte ich schon, dass ich mir Sorgen um euch mache? Denn ich liebe euch und ich glaube, dass ihr mich genauso liebt und dass alles ein gutes Ende nehmen wird. So, jetzt ist es heraus, obwohl ich doch nicht rührselig werden wollte. Ich weiß, dass ihr das nicht mögt. Was kann ich noch schreiben? Kommt nach Hause, so schnell es geht, meine Jungs. Ich warte auf euch. Shani. Oh, richtig schön geschrieben. Ja, es ist interessant, diese kleine Parallele zu Shani und Geralt und Alwin. Das spiegelt so ein bisschen die Geschichte von Yennefer und Ciri und Geralt wieder. Also auch zwei Charaktere, die sich um ja, ein kleines Kind kümmern, das auch eine Quelle ist und die dann ein gemeinsames Abenteuer bestreiten. Sehr interessant. Geralt? Ich wollte nach Alwin fragen. Er braucht einen Vormund, der in Magie bewandert ist. Weder ich noch meine zukünftige Frau wären dieser Aufgabe gewachsen. Verstehe. Ihr solltet ihn zum Hexer ausbilden. Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Vorerst behalte ich ihn nur im Auge. Geralt? Lebt wohl. Ihr kämpft wie ein Mädchen! Ja, interessant. Und Triss hat uns auch in dem Päckchen ein Demeritium-Amulett geschickt und das wiederum blockiert magische Fähigkeiten, also dient es wahrscheinlich auch so ein bisschen als proaktiver Schutz, damit Alwin nicht irgendwie, ja, magisch explodiert sozusagen. Und er soll wahrscheinlich auch keine weiteren Anomalien wie damals im Umland von Vysima auslösen.
mache ich die weite Reise und sehe keine Spur von einer Hochzeit. So, Alvin, bist du da? Er scheint wohl irgendwie im Dorf zu spielen, aber dann sprechen wir doch einmal... Das ist unfair. Zuerst mit Alina. Warum sucht ihr mich? Hat sich Alvin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so... Romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Ich habe Julian und Selina zusammengesehen, aber grämt euch nicht. Selina verzehrte sich nach Aufmerksamkeit. Julian schien jedoch wenig Interesse zu haben. Selina kann unerträglich sein, aber sie ändert sich gewiss, wenn sie heiratet. Und Julian liebt mich. Daran kann nichts etwas ändern. Ich wollte nur wissen, ob Julian wohl auf ist, aber er soll nicht denken, ich würde mir Sorgen machen. Hab Dank, Hexer. Pah. Frauen. Boah, was soll das denn heißen, Geralt? Warum sucht ihr mich? Ich suche nach Alvin. Der Junge ist ein Wirbelwind. Er ist überall. Wenn er nicht im Dorf ist, geht zum Flussufer. Dort ist Alvin sehr gern. Danke. Oh ja, das hatte Shani auch gerade geschrieben. Ungeheuertöter finden hier immer Arbeit. Ein Happen wäre jetzt gut. Ungeheuertöter finden hier immer Arbeit. Bist du hier, Alvin? Wie weit ist er rausgelaufen? Gut, dass wir schon gegen die Ertrunkenen gekämpft haben. Also ich als kleiner Junge wäre hier ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, da drüben ist der. Alvins Hund. Du hast einen Hund? Na, Verschlinger. Ihr habt nicht gerettet. Ich hatte solche Angst. Alles wird gut. Ich weiß. Warum hast du am Flussufer gespielt? Ich habe einen verwundeten Hund gefunden. Shani sagt, sie kann Verletzte versorgen. Was habe ich mir nur gedacht? Gemeinsam vor dem Kamin sitzen? Vielleicht zusammen sesshaft werden? Zumindest habe ich ihr keinen Antrag gemacht. Shani verdient einen normalen Mann. Jemand, der sie versorgt, der nicht durch die Welt zieht und für eine Handvoll Münzen den Hals riskiert. Ich habe nicht das Recht, sie und Alvin in diese Lage zu bringen. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Shani. Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Däune, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Geralt,
öffnet euren Geist. Alvin, alles okay? Hat er jetzt die Kette bekommen oder nicht? Ich muss Julian suchen und ihn warnen. Oh je, ich hoffe, er hat nicht irgendwie eine Vision gehabt, wie Alina als Mittagserscheinung durch die Felder tanzt. Das klang für mich jetzt erstmal so und das wäre ein sehr tragisches Schicksal. Aber ich würde sagen, hier machen wir dann einfach in der nächsten Folge einmal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.